aus. Wo sind wir? Wir sind nicht Heves, wir sind Livias. Nein, wir sind nicht Kaptalan Toti. Nein. Wir sind, Mann, wo sind, wie heißt das Dorf? Ketzley. Oh. Ketzley sind wir. Und wir haben ganz viel zu tun. Wir fahren auch heute noch nach Heves. Wir müssen nach DM in den Baumarkt. Wir müssen Lebensmittel einkaufen. Wir haben richtig viel zu tun. Die Glitzerbeutel muss ich mitnehmen. Wo ist der denn? Ja. Und ihr dürft dabei sein mit uns zusammen. So, ich nehme die Spange. Livia hat gerade geschlafen im Auto. Die ist gerade eben wach geworden. Beim Aussteigen, wie es dann so ist. Aber wir fahren hier ungefähr, weiß ich nicht, Stunde ungefähr hin. Und hat sie jetzt schön eine Stunde geschlafen. Wir dürfen vor. Genau, hier ist der DM. Hier haben wir letztes Mal auch unsere Payback-Karte bekommen. Und die werden wir heute mal ein bisschen nutzen. Ja, zack, 20.000 Forint oder 19.000 haben wir jetzt bezahlt. Bernd ist noch drin. Wir haben ja die ungarische Payback-Karte. Und ich habe aber noch die deutsche Payback-Karten-App und deswegen hatten wir nichts aktiviert und die sind so nett immer. Wir haben die jetzt aktiviert, die Punkte hat sehr gesagt. Hast du den Bon mitgenommen? Ja. Dann sieht man ja die Punkte da drauf. Weil es gibt ja immer so Sonderpunkte. Ja. Ich habe geguckt, ob es hier einen Abgang gibt irgendwo, gibt es aber nicht. Jedenfalls haben die dann Handy im DM und die aktivieren das für euch. Das ist unglaublich, wie nett die sind. Auch als wir die Payback-Karte hier geholt haben, die kümmern sich total lieb. Das wäre ja in Deutschland. Die fragen, hast du die Coupons aktiviert? Und wenn du sagst nein, so wie wir jetzt, dann machen die das. Wahnsinn, wie man schon versteht. Also ich habe verstanden, dass die wollte, obwohl man die Karte von sagen wollte. Ja, also sehr kundenfreundlich. Jetzt gehen wir in Obi. 20.000 Forint sind ungefähr 50 Euro, gell? Wenig, ja. Ungefähr. 20.000 haben wir bezahlt. Ja, 45. Je nach Wechselkurs. Ja, 144 mal. Ja, Windeln. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich das ja auch direkt einpacken, ne? Ist das ganz in deinem Interesse? Ja, aber freundlich. Igomats-konform bitte. Hier sauber. Ich überlege schon, ob wir das nicht gleich einfach nach vorne schon mal packen. Wenn wir gleich mit zwei großen Bollerwagen. Hast du einen Bullermann mir ins Gesicht geschmiert hier? Ja, wir müssen gucken. Oh, wunderbar. Wir müssen gucken. Ob wir das Hüpfgerät kriegen, Trampolin. Ja, hier gibt es kein Trampolin, das ist kein Decathlon. Nein. Oh, die Qual der Wahl hier beim Spaten. Bauchgefühl Gardena für 17 Euro oder für, ich weiß nicht, was hast du gesagt, 30 Euro? Ich hatte damals einfach einen aus mit dem Holzstab und der hat es wirklich getan. Aber ich weiß es nicht. Hier sehe ich schon Wäschespinne, brauchen wir auch auf jeden Fall. Ich würde gucken, ob es drin einen mit dem Holzstiel gibt, weil dann. Aber Holz bricht. Ich habe so viele schon mit Holz, die immer gebrochen sind. Ja, meine, ich habe den immer reingestellt, wenn ich fertig war, dann wurde er nicht nass. Ja, aber der war ja einiges auch zum Graben jetzt. Ja, dann such dir doch bitte einen aus. Wenn du den für 11.000 Forint nehmen möchtest, dann nimm den oder den günstigen. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, meine Wäschespinne muss nicht von Lifeheit sein. Ich nehme auch die günstigere Variante. Guck ich mal dran. Aber guck mal, alles steht auf Deutsch drauf. Kleiner Zwischenstand. Wir haben schon einiges gefunden. Aber es ist Samstag und alle gehen auch in Ungarn an einem Samstag in den Baumarkt. Es ist mega voll. Es ist richtig warm. Mein Pullover ausgezogen. Und die Maus wird gern laufen und alles aus der Regale holen. Aber egal, der Papa guckt jetzt hier gerade bei so einem Hauswasserwerk. Da ist er.
Das, was er ursprünglich haben wollte, ist natürlich nicht da. Da ist leer im Regal. Ich gehe schon mal Kräuter gucken mit ihr, ja? Das dauert ja ein bisschen. Ja, ja, ist ja nicht schlimm. Das jetzt hier. Und kostet ungefähr 170 Euro. Okay. Und guck mal, nur zur Info, hier sind die Rohre, die wir für ein Abwassertaxi haben am Wohnwagen. Ja. Wenn wir es verlieren. Streicheln können wir die. Ja, und gucken, ne? Aber dran lassen die Zitronen. Diese riesen Einkaufswagen. Voll, als ob ich hier durchkomme. Das passt doch gar nicht. Ne, ich muss anders ran. Gut. Das passt nicht. Wo komme ich hier raus, bitte? Ich bin rückwärts. Das nicht passt. Ich ist schon der zweite Gang gewesen. Kann man so doof im Baumarkt konzipieren? Ja, wir finden nichts, sag ich euch. Also wir wollten so Haken haben für unsere Hängematten, die wir aus Deutschland mitgenommen haben. So Hängematten, aber als Sessel. Bitte? Draußen sind Toiletten, okay. Wäschespinne haben sie nur die von Lifehide. Und da wollte ich erst gucken, ob es vielleicht eine günstigere Variante gibt. Ja, dann haben wir es jetzt hier. Dann brauchen wir auch kein Zement mitnehmen, ne? Okay, Montag geht der Bernd nochmal in Praktika. Dann gucken wir. Genau, Glühbirne für die Lavalampe. Okay. Oh, ja, okay. Jetzt gehen wir noch in den Lidl einkaufen. Eigentlich wollten wir in den Aldi, aber da müssten wir jetzt von Castay, heißt es. Haben wir gerade gelernt. Wir haben nämlich jemanden getroffen, der uns schaut. Liebe Grüße nochmal und Dankeschön. Es heißt Castay und hier ist jetzt kein Aldi. Es reicht nicht der kleine Wagen, nein. Wir brauchen bestimmt den Groß. Und genau, wir brauchen auf jeden Fall einen großen Wagen, weil wir brauchen ganz viele Sachen. Jetzt noch eine Waffel haben? Ja, jetzt sind die bezahlt. Jetzt kannst du eine haben. Oh, teilen wir uns die? Papa auch eine Waffel? Nein. Ja. Wir haben nicht viel gekauft. Wir hatten auch keinen Hunger. Probier. Nein, ich habe richtig Hunger. Ich hätte alles kaufen können. So, ihr habt ja jetzt unseren vollen Wagen gesehen. Wir haben jetzt unter 100 Euro gezahlt. Also 36.000 Forint. Muss ich mal eben rechnen. Heute Morgen war der Kurs bei 382. Geteilt durch 382. 94 Euro haben wir bezahlt. Ehrlich gesagt, ich finde es günstig, weil wir haben richtig viel eingekauft. Bernd räumt das jetzt ein. Wir folgen unauffällig, weil wir... Also Bernd hat sein Tetris-System da, da will ich ihm gar nicht reinfuchteln. Wir wollten gleich, wenn wir es schaffen, noch nach Decathlon ein Trampolin gucken. Möchtest du noch nach Decathlon? Was zu tun. Aber bitte? Wenn, dann müssten wir erst nach Hause ausladen. Ah, okay. Nein, dann nicht. Warum nicht? Ich könnte ja mit Kalle dann fahren. Dann haben wir es. Weil ich kann es am Montag nicht holen, weil am Montag habe ich die ganzen Badezimmersachen drin. Okay. Wir würden es dann nur immer nach hinten schieben. Aber mir ist es egal. Ich fahre, ist kein Problem, dann haben wir es halt. Aber dann bist du wieder den ganzen Tag unterwegs. Dann können wir ja noch warten mit dem Trampolin. Wir bauen ja jetzt den Pool auf. Den baue ich frühestens Dienstag. Dienstag, ja. Den Pool würde ich, den Trampolin würde ich morgen aufbauen. Dann. Okay. Aber? Ja, dann lass uns fahren. Mit Kalle, also du mit Kalle. Ja. Wir sind jetzt immer noch in Castay, in, ich glaube, das ist die Stadt oder so. Hier ist nämlich ein Bath-Shop und wir wollten schon voll lange hier mal hin und gucken, weil Smurfy wurde ja früher immer gebarft und jetzt ist das ein Elend mit dem Hundefutter. Der tut mir immer leid, wenn ich ihm dieses Trockenfutter gebe oder das Nassfutter auch. Das ist so ekelig. Ja, Livia, der Papa. Kommst du, Papa? Ja, wir gehen bummeln. Gibst du nochmal den Würfel?
Genau, jetzt haben wir hier geparkt, haben den gesucht. Also Bathshop Kestay gibt es auch die Möglichkeit. Kestay? Kestay. Kestay. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Wir hatten in Deutschland immer Bathgold. Das war super. Das konnte man nämlich gefroren portionieren, weil ich würde das niemals auftauen und portionieren. Alleine der Pansen, wie das stinkt. Ekelig. Genau, hier. Barf. Tada, palim, palim. Hier ist der Barf-Shop. Es ist ein bisschen versteckt. Sehr nett in dem Barf-Shop waren die. Wir haben auch ein paar Sachen gekauft. Und zwar wollte ich immer schon mal ausprobieren, den Churpi. Das ist so ein ganz harter Käse für Hunde. Das ist halt 100% Käse. Der ist richtig hart, also wie so ein Knochen. Der hat jetzt 5 Euro ungefähr gekostet, aber da kauen die echt lange dran. Ich habe jetzt 15 Euro bezahlt für alles. Also Menüs, die hatten so Menüs, die hatten nicht so, wie wir das kennen, die Einzelteile. Okay. Der Livia hat schon probiert, den Käse. Hier, gehen wir zum Auto. Willst du das auch einpacken? Das hatten die leider nicht, die hatten hauptsächlich so Menüs. Die haben wir jetzt nicht mitgenommen, wir haben dann halt Knochen mitgenommen. Papa, sie will zu dir. Also guck mal, so 10 Kilo Masch komplett. Ja. Das waren diese Pellets. Ja. Das reicht für den 30 Tage, ein Monat für ja. 20.000. Ja. Kannst du eigentlich auch nicht meckern. Livia! Sind 50 Euro. Nee, wenn du jetzt das billige Futter vom Aldi holst, sag ich mal, Dosenfutter, ja. Das kostet ungefähr auch 50 Euro im Monat. Ja, ist zu BAF. Muss man halt die Zutatenlisten gucken, weil viele Menü-BAF-Dinger sind auch nicht so geil wie selber gemischt. Halt wirklich ja. Pansen und Knochen. Wie läuft sie denn? Pansen und Knochen und alle Einzelteile, ja. Wir haben jetzt ein paar Knochen mitgenommen. Chicken-Hälse und so. Das isst der halt echt gerne. Wir steigen jetzt ein, Livia. Guck mal, da ist unser Auto. Los geht's. Kriegt das Murphy gleich Knochen. Ja. So, wir sind zu Hause. Jetzt macht die Mutti sich hier erstmal so einen geilen Latte. Kaffee? Ja. Bernd, möchtest du auch einen Kaffee? Bernd, einen Kaffee? Hier, kletter hier hoch, Livia. Komm hier hoch. Ja, pack ins Eisfach. Macht ihr den Dance? Den Tanz, den Kaffeetanz. Yum, 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 yum. Komm auf den Arm. Ich zeig euch jetzt, was der Papa gemacht hat. Und was wir jetzt hier machen können. Oh, guckt euch das an. Das ist voll die Baustelle. Bitte? Aber die sind so gemütlich. Die sind auch voll geil bei Rückenschmerzen, diese Hängemattensessel. Die sind von Amazon. Die gibt es in ganz vielen Ausführungen. 26 Euro. Gib einfach einen Hängemattensessel. Nicht schauen. Wir hatten heute im Baumarkt eine Stichsäge geholt. Da macht der Bernd jetzt die Blätter. Ach, die Blätter. Die Bretter für ein HWR, dass wir die Vorräte da rein packen können. Hi, Molly. Willst du mitschaukeln? Und ich chill. Der Papa sägt und ich ruhe mich aus.
Wie immer. Oh. Vorsicht! Da ist eine Stufe! Das ist voll cool, dass sie so niedrig sind, die Sessel. Ja, ich weiß nicht. Und hoch kommst du, wenn du da ziehst. Man darf halt nur nicht so viel schaukeln. Machen wir ja nicht. Ich sag ja nur, weil... Ne? Ja, ich chill einfach nur. Ja, aber Kalle, halt mal kurz. Komm her. Nicht den Schaukeln, dafür baue ich noch eine Schaukel. Komm her. Dreh dich um. Halt, das dafür nicht ausgelegt ist. Sie sagt, so ist gemütlich. Ja, was hast du da? Zeig mal, das sind Granatapfelkerne, ne? Die gibt es tiefkühl hier im Lidl und die sind richtig lecker. Ja, mein Kaffee kann ich jetzt wieder nehmen. Danke. Ich brauche sie mal kurz zum Rühren. Kannst du ruhig auf den Tisch legen, dann den Löffel. Wir hatten uns ja Kräuter mitgenommen im Baumarkt. Sollten Kräuter 3 Euro einen Topf kosten. Da war ich zu geizig. Da habe ich dann Samen mitgenommen. Und im Lidl gab es dann für 1 Euro einen Topf. Und jetzt haben wir 7 Kräuter. Rosmarin, Minze, die habe ich aber aus Deutschland mitgenommen. Petersilie, Thymian, Rosmarin, Schnittlauch und Koriander. Der Bernd hatte die Idee, hier in unsere alte Badewanne ein Kräuterbeet reinzumachen. Was haltet ihr davon? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Und dann ist die Frage, wo stellen wir die hin, die Badewanne? Es ist halt alles noch so unfertig. Und die würden wir ja nicht mehr bewegen, wenn die dann voll ist. Hier ist ja der Wein. Der kommt jetzt richtig schön. Geht's ab hier. Und den Pool wollen wir ja aufbauen vielleicht am Wochenende oder nächste Woche. Aber morgen bestimmt nicht, weil morgen soll es regnen. Also Bernd sagte, morgen bauen wir den auf. Ich glaube da noch nicht dran. Ich komme hier nicht hoch. Ich will nicht runterfallen. Oh mein Gott. Da ist unser Loch. Oh mein Gott. Ja, es muss auf jeden Fall gesenzt werden alles. Ja, komm. Ach, geht nicht, ne? Ich komm runter, warte. Es geht nicht. Alles mit der Sense. Absensen. Boah! Zeckentauen hier. Ach ja. Bernd chillt ab in der Hängematte. Sieht man nicht. Milchreis. Mit Tiefkühl-Süßkirschen, die sind so lecker. Pizza? Ja. Du wolltest die für einen Shake haben? Nö. Nee. Mann, ey. Livia schläft jetzt. Ich werde jetzt hier noch alles aufräumen und verräumen. Der Papa hat nämlich hier, guck mal, haben wir ja alles fertig gemacht mit Calvino. Dann können wir jetzt da schön alles einräumen. Das machen wir noch. Und dann melden wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. In alter Frische. Bis morgen.